Margot Hellwig, eine der berühmtesten Sängerinnen der deutschen Volksmusik, ist derzeit 82 Jahre alt. Ihr Leben hat viele Ereignisse und Höhen und Tiefen durchgemacht, und jetzt ist ihr Gesundheitszustand nicht mehr derselbe. Margots Familie sorgt sich immer um ihre Gesundheit, kümmert sich immer um sie und pflegt sie nach und nach. Margots letzte Jahre waren nicht einfach, da sie in ihrem Leben mit vielen großen Schmerzen und Tragödien konfrontiert. Margot Hellwig wurde in eine musikalische Familie hineingeboren. Ihre Mutter Maria Hellwig war ebenfalls eine berühmte Sängerin. Margot wuchs schon in jungen Jahren mit Liebe und Leidenschaft zur Musik auf. Sie begann ihre Gesangskarriere schon in sehr jungen Jahren und entwickelte sich schnell zu einem der strahlenden Stars der deutschen Volksmusik. Mit ihrer süßen Stimme und ihrem attraktiven Auftrittsstil hat Margot Millionen von Zuschauern erobert und einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans hinterlassen. Allerdings war Margots Leben nicht immer voller Rosen. Sie musste sich im Leben vielen Tragödien und Herausforderungen stellen. Einer ihrer größten Schmerzen war der Verlust ihrer geliebten Mutter Maria Hellwig. Margots Mutter ist nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre Freundin und Lehrerin, die sie auf ihrem künstlerischen Weg begleitet. Der Tod ihrer Mutter hinterließ eine große Lücke in Margots Herzen und veranlasste sie, sich sehr zu bemühen, diesen Schmerz. Mit der Zeit begann sich Margots Gesundheitszustand zu verschlechtern. Alterskrankheiten wie Arthritis, Bluthochdruck und Diabetes bereiten ihr viele Schwierigkeiten bei ihren täglichen Aktivitäten. Margots Familie, darunter ihr Mann, ihre Kinder und Enkelkinder, steht ihr immer zur Seite, kümmert sich um sie und ermutigt sie. Sie verstehen, dass Margot nicht nur eine großartige Künstlerin, sondern auch eine angesehene Mutter und Großmutter ist. Die Liebe und Fürsorge ihrer Familie half Margot, die schwierigsten Phasen ihres Lebens zu. Die Freuden in Margots Leben kommen heute hauptsächlich aus der Familie und schönen Erinnerungen an die Vergangenheit. Sie setzt sich oft hin und erzählt ihren Fans Geschichten über ihre Gesangskarriere, Tourneen und schöne Erinnerungen. In Zeiten wie diesen strahlen Margots Augen vor Glück und Stolz. Sie ist immer dankbar dafür, ein sinnvolles Leben zu führen und mit einer Leidenschaft für Musik zu leben. Allerdings war Margots Leben nicht immer voller Freude. In den letzten Jahren ihres Lebens musste sie viele Schmerzen und Tragödien ertragen. Der sich verschlechternde Gesundheitszustand macht Margot nicht mehr in der Lage, wie bisher zu singen und aufzutreten. Das machte sie traurig und bedauernd. Sie erinnert sich an die Tage, als sie auf der Bühne stand und herzlichen Applaus und Liebe vom Publikum erhielt. Diese schönen Erinnerungen prägen sich immer in ihr Gedächtnis ein und wecken in ihr Bedauern, wenn ihre Gesundheit nicht mehr ausreicht, um ihre Eine weitere große Tragödie in Margots Leben war der Verlust einiger enger Freunde aus der Unterhaltungsindustrie. Freunde und Kollegen, die mit ihr viele Schwierigkeiten durchgemacht und Freuden und Sorgen geteilt hatten, starben einer nach dem anderen. Dieser Verlust macht Margot einsam und traurig. Sie erinnert sich immer an schöne Erinnerungen mit engen Freunden und fühlt sich leer, wenn sie nicht mehr da sind. Doch Margot ließ sich vom Schmerz und der Tragödie nie besiegen. Sie behält immer einen optimistischen Geist und liebt das Leben. Sie nimmt regelmäßig an Wohltätigkeitsaktivitäten teil und hilft Menschen in schwierigen Umständen. Margot glaubt, dass Liebe und Fürsorge den Menschen immer helfen werden, alle Herausforderungen zu meistern, egal wie schwierig das Leben ist. Margots Familie war immer ihre größte Quelle der Ermutigung. Sie sind immer an ihrer Seite, kümmern sich um sie und teilen jede Freude und Trauer mit ihr. Ihre kleinen Enkelkinder besuchen sie oft und spielen mit ihr, was Margot Freude und Lachen bringt. Sie fühlt sich immer glücklich und warm, wenn sie mit ihrer Familie zusammen ist, die sie immer bedingungslos liebt und für sie sorgt. Margot Hellwigs Leben ist eine bunte Reise, auf der sich viele Freuden und Trauer vermischen.
Trotz vieler Tragödien und Herausforderungen bewahrt Margot stets ihren Optimismus und ihre Lebenslust. Sie führte ein sinnvolles Leben, widmete sich der Kunst und liebte immer ihre Familie. Margots letzte Jahre waren zwar voller Schmerz und Tragödien, aber auch voller Liebe und Glück. Margot Hellwigs Karriere und Leben sind eine inspirierende Geschichte von Liebe, Leidenschaft und Widerstandskraft. Sie hinterließ einen tiefen Eindruck in den Herzen ihrer Fans und wird für immer als strahlender Star der deutschen Volksmusik in Erinnerung bleiben. Margots Lieder mit ihren süßen Melodien und tiefgründigen Texten werden für immer zu hören sein und denen, die sie liebten, Freude und Trost spenden. In den letzten Jahren ihres Lebens bewahrte Margot Hellwig trotz vieler Schmerzen und Tragödien stets ihren Optimismus und ihre Lebenslust. Sie führte ein sinnvolles Leben, widmete sich der Kunst und liebte immer ihre Familie. Schöne Erinnerungen und die Liebe ihrer Familie und Fans sind immer die größte Quelle der Ermutigung, die ihr hilft, alle Herausforderungen zu meistern. Margot Hellwigs Leben wird für immer ein leuchtendes Beispiel für Liebe, Leidenschaft und Widerstandskraft. Das Leben von Margot Hellwig enthält neben den glänzenden Erfolgen ihrer Musikkarriere auch wertvolle Emotionen und Lebenslehren. Im Alter von 82 Jahren ist ihr Gesundheitszustand zwar nicht mehr so gut wie zuvor, doch Margot ist immer noch optimistisch und voller liebevoller Energie. Die Familie war für Margot schon immer eine große Quelle der Ermutigung. Sie lebt mit ihrem Mann zusammen, der sie seit Jahrzehnten begleitet. Er ist immer an ihrer Seite, kümmert sich um sie und macht sich nach und nach Sorgen um sie. Margot erzählt oft von ihren schönen Erinnerungen, von den ersten Tagen, als sie sich trafen, bis zu ihren gemeinsamen Touren. Einfache, aber tiefgründige Liebesgeschichten, herzliche Umarmungen und sanfte tröstende Worte halfen Margot, die schwierigsten Momente zu. Auch Margots Kinder kümmern sich stets mit ganzem Herzen um sie. Sie verstanden, dass Margots Karriere nicht nur eine persönliche Leidenschaft, sondern auch eine Hingabe an die deutsche Volksmusik war. Daher schaffen sie stets die besten Voraussetzungen für sie, auch in den letzten Jahren ihres Lebens Freude und Frieden zu bewahren. Familientreffen, gemütliche Mahlzeiten und Kurztrips sind zu wunderschönen Erinnerungen geworden und lassen Margot die Liebe und Fürsorge ihrer Lieben spüren. Auch wenn es ihr gesundheitlich nicht mehr gut geht, findet Margot immer noch Freude an den kleinen Dingen des Lebens. Sie liebte es, sich um ihren kleinen Garten zu kümmern, indem sie wunderschöne Blumen und einfache Pflanzen züchtete. Jeden Morgen geht Margot oft in den Garten, schaut den Blumen beim Blühen zu und lauscht dem Gesang der Vögel. Diese friedlichen Momente helfen ihr, sich entspannt und in ihrer Seele zu entspannen. Darüber hinaus verbringt Margot auch viel Zeit mit Lesen und Schreiben. Ihre Erinnerungen, Gedanken und Gefühle schreibt sie regelmäßig in ihrem Tagebuch nieder. Das Schreiben hilft Margot nicht nur, ihre Stimmung zu verbessern, sondern ist für sie auch eine Möglichkeit, schöne Erinnerungen an ihr Leben zu bewahren. Die Tagebuchseiten enthalten Geschichten über ihre Karriere, ihre Familie und enge Freunde und sind ein unschätzbarer Schatz, den Margot an die nächste Generation war. Eine weitere große Freude von Margot ist die Musik. Auch wenn sie nicht mehr auf der Bühne steht, singt sie zu Hause immer noch regelmäßig ihre Lieblingslieder. Süße Melodien und tiefgründige Texte bringen ihr immer Glück und Frieden. Familie und Freunde singen oft mit ihr alte Lieder und sorgen so für eine fröhliche und gemütliche Atmosphäre. Musik war für Margot immer eine Quelle der Ermutigung und ein treuer Begleiter ihr ganzes. Doch Margots Leben ist nicht nur voller Freude und Glück. Sie sah sich vielen Tragödien und Herausforderungen gegenüber, die sie stärker und widerstandsfähiger machten. Eine der größten Tragödien ist der Verlust eines geliebten Menschen. Margots Ehemann, mit dem sie all ihre Freuden und Sorgen teilte, verstarb nach langem Kampf gegen seine Krankheit.
Sein Tod hinterließ eine große Lücke in Margots Herzen und veranlasste sie, sich sehr zu bemühen, diesen Schmerz zu Margot erzählte einmal, dass es die Liebe und Fürsorge ihrer Familie, Freunde und Fans waren, die ihr geholfen haben, die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Aufmunternde Briefe, gute Wünsche und kleine Geschenke spendeten Margot großen Trost und Ermutigung. Sie spürte die Liebe und Unterstützung aller, und das half ihr, sich stärker und optimistischer zu fühlen. Auch hier das verbleibende Fadenende ganz einfach ab. Jetzt hast du schon mal ein kleines Würmchen mit der Perle mit dem Gesicht drauf erhalten. Um das Ganze jetzt zu einem Püppchen zu verarbeiten, fehlen natürlich noch die Arme und Beine. Ich persönlich nehme dafür am liebsten eine Häkelnadel, weil das Ganze einfach schneller geht, und mache eine Luftmaschenkette. Dies ist jetzt die Möglichkeit 1. Gleich zeige ich dir noch eine andere Möglichkeit, aber ich möchte dir erst einmal die Möglichkeit mit der Häkelnadel zeigen. Bilde zuerst eine Anfangsschlaufe und dann führe die Häkelnadel durch diese Schlaufe hindurch. Hole anschließend immer wieder den Faden durch die Schlaufe, die sich auf der Nadel befindet, hindurch. Für die Arme arbeite ich 14 Luftmaschen mit der Häkelnadel. 2 habe ich jetzt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.